Hallöchen hier zurück auf der Garmsting. Ja, ich bin noch am Schwaden natürlich. Das Feld hier gerade mal fertig machen oder beziehungsweise die letzten Bahnen hier noch ziehen. Und dann werden wir uns mal schnell die Ballenpresse leihen, dass wir da dann unsere Heuballen nicht so weit einknicken. So, genau. Mal runter. So, jetzt bitte alle Realisten wegschauen. Dieser Pfosten hat Gott sei Dank keine Kollision. So, ja, dann haben wir jedes Feld gleich geschafft. Dann werden wir eben uns die Ballenpresse holen, Ballenpressen und eben in dem Fall, ich werde jetzt aber dann einen Ballenwagen kaufen. Also ich werde ihn nicht mieten, weil den können wir dann doch immer wieder gebrauchen. Und ja, das, da muss ich mir jetzt nicht einen leihen, den kann man dann gleich direkt kaufen. Dann haben wir wenigstens in dem Punkt schon mal Equipment, mit dem wir in Zukunft dann auch arbeiten können. So, die Spur ziehe ich mir jetzt hier gleich mal rüber. Dann fahre ich hier noch einmal das Vorgewende. Um da alles mitzukriegen, was da noch so rumlag. Hier unten ist ein bisschen was liegen geblieben, weil da doch der Zaun dann etwas nah dran ist. So, da. Genau, dazu muss man in die Bahn wieder rein, dass das halbwegs sauber aussieht. Dann müssen wir hier noch eine Runde rum, um den Masten. Ich hoffe, ich erwische jetzt da halbwegs alles. Das könnte jetzt ein bisschen ein Problem werden, oder? Ja, geht sogar ziemlich gut. Probieren wir es noch auf der Seite, dass wir da alles so weit mitkriegen. Ja, geht sogar innerhalb vom Zaun das Ganze mit, das freut mich jetzt direkt. So, hebst du aus. Und dann haben wir hier noch einen Fetzen. Den schrauben wir auch gleich noch zusammen. Und dann bloß noch hier langsam. Langsam. So, jetzt. Mal wieder ausheben, bitte. Und dann haben wir es eh gleich geschafft. Die ganze Geschichte. Und hier wieder in die Bahn rein. Dann sollten wir das auch halbwegs vernünftig mit der Ballenpresse alles mitkriegen. Und hier nochmal eine Runde rum. So, da. Fertig, genau. Den Spader stelle ich dabei mal ins Eck da unten rein vom Feld. Dann geht er uns nicht im Weg um. Und ich kann direkt gleich zum Händler fahren. Ja, da war doch irgendwo. Da ist sie. Und da ist die Ausfahrt.
So. Kurbel, Kurbel. So, genau. Dann leimen wir uns schnell eine Ballenpresse aus. Und dann können wir hier gleich noch Ballen pressen. Das wird jetzt eh lustig, weil die rollen dann wahrscheinlich alle irgendwo in die Zäune rein. Das. Oder wir leihen uns die Quaderballenpresse. Wobei, das könnte jetzt ein bisschen der Stunt werden, weil ich habe es vor kurzem jetzt ausprobiert. Der Fendt hat etwas Probleme mit der Ballenpresse. Die, also zumindest, ich habe die Quadrant, die 1200 drin, oder ich glaube 1200 heißt sie. Schauen wir jetzt gleich mal. Und zwar Ballentechnik. Genau, die Class Quadrant, eigentlich 125 PS, aber damit kämpft der Fendt richtig, richtig massiv. Wir probieren es jetzt trotzdem aus. Eine Stunde müsste reichen. Genau, so. Dann schauen wir mal. Ansonsten pressen wir halt ein wenig langsamer. Gut. Und los geht's. Ja, Quaderballen hat halt einfach den Vorteil, er ist leichter zum Lagern und auch leichter zum Verladen. Aber jetzt wird's eben spannend, ob der Fendt das Ganze dann auch leistungstechnisch schafft. Aber das werden wir jetzt eh gleich sehen. Normal war nicht am Feld auch. An der Wiese waren doch zwei Einfahrten, oder? Da müsste doch hier oben eigentlich auch noch eine Einfahrt sein. Da war der Feldweg. Genau, da geht's rein. Perfekt. Sehr gut. Ja, dann. Einmal aufklappen. Hat er schon gesenkt. Na, dann klappt sie doch auf. Achso, der hat gerade noch die Animation abgespielt. So, okay. Dann geht's hier los. Oh ja. Der hat ein wenig. Wobei, jetzt geht's sogar mit 14 km/h. Das ist ja schon mal was. Ja, wir haben das letzte Mal Stroh gepresst damit und da bergauf hat man abkuppeln müssen bzw. ausschalten müssen, dann losfahren und während dem Losfahren einschalten, dann ging's. Ansonsten ist der Traktor einfach mal den Berg überhaupt nicht losgekommen. Also das war dann doch etwas seltsam, nachdem er eigentlich 180 PS haben sollte. Und auch hier wird jetzt mit Sicherheit gleich Schluss sein, nachdem der jetzt schon so langsam wird. Ich verstehe das nicht. Also anscheinend hat die Ballenpresse dann doch mehr Leistung. Ja, genau, und schon stehen wir. Das ist natürlich blöd. Dann müssen wir wohl vom Berg aus alles runterwärts bearbeiten. Ist jetzt ein bisschen blöd, aber auch das werden wir irgendwie gemeistert kriegen hier. Achso, ich muss meine Zeit hier auf normal stellen, sonst geht die Mietzeit extrem schnell runter. Nachdem es ja Ingame-Zeit ist, die hier gerechnet wird. Schafft doch wenigstens dieses Hügelchen hier. Das wäre jetzt ganz gut. Wenn er wenigstens hier den Hügel schafft. Ja, schafft er. Gut. Perfekt. Schaut gerade ziemlich lustig aus, der Nebel oder Rauch, was aus der Maschine rauskommt, beziehungsweise der Staub.
nachdem der so grün leuchtet. Das sind die genmanipulierten Ballen, Heuballen. Die gibt es nur hier in Gamsting. So, na komm. Ja, ich glaube, das, was ich schon die ganze Zeit gesagt habe, dass ich mal wieder die Getriebeuntersetzung von Drive Control wieder mit reinnehme, das sollte ich jetzt irgendwann wirklich mal machen. Damit man eben hier feiner untersetzen kann und dann die Maschinen etwas besser den Berg raufziehen kann. Ansonsten ist das Ganze natürlich mühselig. Aber wir kriegen hier gut Ballen dafür und dann ist das auch in Ordnung. Ich weiß zwar noch nicht so genau, wo ich sie einlage. Das muss ich mir noch überlegen. Ja, bei den Kühen ist nicht wirklich Platz. Und ins Freie möchte ich sie eigentlich nicht stellen. Von dem her wird wahrscheinlich irgendwo am Hof dann nur die Möglichkeit überbleiben, dass ich sie da abstelle. Oder halt da, wo wir jetzt einen Spader hatten, dass ich sie da derweil einlage, wäre auch eine Option. Dann sind sie nicht mittendrin, aber gut verräumt. Und ja, man kann sich ja dann ein, zwei Stück runterholen oder eben mit dem Mischwagen ja dann auch hochfahren. So, jetzt geht wieder gar nichts vorwärts. Jetzt. Dann dementsprechend ja mit dem Mischwagen hochfahren und die Ballen aufladen. Dann geht das ja auch. So, na komm. Jetzt gibt Gas, dass wir das hier noch schaffen mit den Ballen. Ich dachte eigentlich, die 180 PS würden reichen erstmal hier auf dem Hof. Aber irgendwie stimmt da, glaube ich, was mit der Abstimmung vom Fendt nicht. Wie ich auch gesagt gekriegt habe, geht wohl die Ballenpresse mit sogar mit dem kleinen Deutz mit den 135 PS besser als beim Fendt mit den 180 PS. Das ist ein bisschen komisch. So, aber haben wir hier die Hälfte vom Feld, haben wir schon mal geschafft. Den Rest schaffen wir dann auch noch. Und dann ist das hier gut durch. So, genau, fall mal raus und dann ziehen wir hier noch rauf. Fahren hier wieder den Hügelchen runter. Na komm. Über den Berg und dann geht's mit Schwung bergab. Ja, ist jetzt blöd, aber hilft leider nichts. Wahrscheinlich wäre es mit der kleinen Rundballenpresse besser gegangen. Aber naja, ist halt jetzt so. So, schafft das es noch? So. Dann. Fahr dann gleich mal rückwärts rauf und nehmen Ruhe, nicht so weit.
So, jetzt nehmen wir die gleich noch mit. Die Bahn. Und dann nochmal rauf auf den Hügel. Und dann die Bahn. Ja, jetzt mache ich eine bisschen längere Folge, dass wir hier das Feld noch mit Ballenpressen fertig kriegen und dann können wir nämlich beim nächsten Mal gleich mit dem Verladen starten und ja, dann ist das Ballenpressen hier, na komm, schieb weg. Dann haben wir nämlich das Ballenpressen hier abgeschlossen, weil sonst muss ich müssen, aber dann wäre es im nächsten Part wieder wegen zwei Bahnen Ballenpressen. Die bringe ich jetzt auch hier noch unter. Wird halt dann eine etwas längere Folge. Aber das macht ja hoffentlich nichts aus. So, dann habe ich hier noch eine Bahn. Genau. Und dann haben wir es eh schon. Eine Bahn noch. Und dann sind wir hier mit Ballenpressen durch. Auf den Berg und von oben runter. So, da, genau, dann haben wir es geschafft. Dann ist die Ballenpressaktion hier durch und ja, haben wir eh einige Ballen gekriegt. Hätte jetzt gar nicht mal damit so gerechnet, dass das so viele werden. So, und abladen. Und Zahnklappen. Genau, und damit bedanke ich mich auch wieder fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder vorbeischaut. Dann mit den Frontlader-Skills meinerseits und einen Ballen verladen. Ja, eventuell bis morgen. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.